Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft. Ja, und ich habe hier schon zwei, drei Dinge vorbereitet und ja, es ist halt eben so, dass ich gedacht habe, komm, wir machen hier was Schlaues. Wir haben ja hier diesen Ofen, den Generator mit 10.000 Strom drin. Und da oben haben wir ja unsere Solargeschichten und ich zeige euch ganz kurz, was ich gemacht habe. Und zwar hier hinten ein bisschen vorgebuddelt und dann habe ich hier diese Battery Box nochmal hinzugefügt. Diese hat dann effektiv auch noch 40k an Strom drin und dasselbe habe ich gemacht hier oben. Einmal quasi eine normale Battery Box mit 40k und oben an der habe ich da nochmal eine hingetan. Da ist 40k drin. Und somit sollten wir ein bisschen Power auf Lager haben. Weil wir werden Dinge tun müssen heute. Und zwar verschiedenes bauen. Ich dachte mir, wir könnten das vielleicht hier hinten machen. Vielleicht müssen wir hier aber auch schon auf der Seite ausbauen. Würde bedeuten, hier ein bisschen rausbuddeln. Aber das werden wir sehen. Gut. Wir haben ja gestartet mit der Technik, wer auch immer es heraufbeschworen hat, ich lasse mich da nicht trollen, gell? Der andere war Link und der andere war ein Joker und irgendwie habe ich das Gefühl, du bist einer, aber ist okay, no comment dazu. Aber schön seid ihr hier, von dem, oder bist du hier, ist ja dann egal. Gut, wir möchten Fischer machen. Das wäre das Ziel. Und um den Fischer zu machen, müssen wir irgendwie eine Sawmill machen. Wir müssen einen Kompressor machen. Und um den Kompressor oder den Fischer zu machen, müssen wir dann noch einen Infuser basteln. Das habe ich hier mal vorbereitet. Wir haben hier diverse Dinge in den Kisten. Die werden wir gleich verwenden. Und hier schmeißen wir so ein bisschen noch das Zeug rein, was wir in der Tasche haben. Die 46 nochmal zurück hier. Mal nochmal oben holen. Das kann man mal noch behalten. Die Science kann man hier rein tun. Nee, komm, die schmeißen wir hier rein. So, wunderbar. Also, ich würde mal vorschlagen, wir gucken mal, ob wir die Sawmill schon hinbekommen. Die Sawmill braucht man nämlich, um effektiv diesen Sawdust zu machen. Was haben wir denn hier? Wir brauchen hier Batterie, wir brauchen ein bisschen Silberplatten, ein bisschen von dem MKN Circuit. Das haben wir aber schon drin. Oder? Ja, den haben wir schon. Super. Bedeutet, jetzt müssen wir gucken. Ich bin noch müde. Hilfe. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier reinstarten. Und zwar würde ich sagen, die Batterie wäre wichtig. Ja, und zwar haben wir hier Zinn und Nikolite Dust. Hä? Zinn und Nikolite Dust haben wir hier natürlich. Dann lass uns das mal so machen. Wir nehmen das mit. Dann bin ich müde. Zack, zack. So, komm. Dann klicken wir hier drauf. Machen wir das so. Hier so, zack. Und das Lama ist wieder am hässliche Geräusche machen. Aha. Wir kennen es nicht anders. Das mache ich aber auch immer. Von dem her alles okay. Gut, haben wir. Dann müssen wir diesen Maschinenblock haben. Dass wir einen Eisenplatten und Nikolite Dust. Oh, haben wir vergessen. Dachte ich jetzt gut vorbereitet hier. Nee, nicht Redstone, sondern alles hier. Nehmen wir diese zwei auch noch mit. Ah, die hätten wir unten drin gehabt. Ich hält. Super. Also komm, machen wir das so. So. Dann klicke ich hier drauf und dann müssten wir das hier eigentlich machen können. Aber vielleicht hier in so einem Crafting Table. Ne? So, komm. Zack. Aha. Der Händler stimmt mir zu. Das ist schön. Dann haben wir noch diese Silberplatten und eigentlich den Rest, den wir in der Kiste haben. Nehmen wir alles mal mit. Komm, zack, zack, zack. So. Und nun müssen wir eigentlich in der Lage sein, hier dieses Gerät, den Sawmiller, zu produzieren. Haben wir gemacht. Der Sawmiller, der macht aus Holz diverse Dinge. Hm? Jetzt machen wir den, komm, den schmeißen wir mal hier hin. Ist eine andere Technologiegeneration als das hier drüben. Da haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Hä? Mit dem Kompressor. Mit dem Kompressor können wir diverse Dinge machen. Wie zum Beispiel dann dieses
dieses Pulver wieder zusammenbasteln in sogenannte Planks oder Dust Planks. Hier brauche ich Stein, hier brauche ich wieder eine Batterie. Und für die Batterie habe ich das Zeug, glaube ich, schon hier. So. Lass mal gucken, das ist wieder der Frame. Bin mir gar nicht sicher, was wir noch brauchen dazu. Mal gucken. Das wäre der hier gewesen, ne? Ja, ja, komm. Dann machen wir das so. Dann eins hier. Und mit denen fahren wir hier runter und so. Dann hat man hier schon mal wieder diesen Maschinenblock. Das ist super. Maschinenblock. Nice. Dann Stein, diesen MK2 Circuit Dings müssen wir haben. Das sind Kupfer, Gold und Nikolite Dust. Müssen wir eigentlich hier haben. Kupfer, Gold und Nikolite Dust. Dann machen wir es so. Und wenn wir jetzt gucken, Gold in der Mitte. Zack, 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 wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann so, 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 so. Gibt ein Circuit, haben wir wieder. Sehr schön. Da haben wir eigentlich schon das und das. Da brauchen wir hier nochmal Kupferplatten. Haben wir zu wenig. 4 Kupferplatten muss ich noch haben. Habe ich die vorbereiten lassen? Hier so. Das ist der Alloy-Smelter, das ist der Kompressor. Ich habe das ein bisschen versucht zu automatisieren. Komm, jetzt machen wir das mal so. Ja, wenn es alles klappt, wie ich es eingerichtet habe, kann ich das hier oben reinschmeißen. Es geht hier rein. Wird hier zu Platten verarbeitet und sollte dann hier rüber flutschen. Sehr schön. Dann warten wir mal noch kurz. Was haben wir denn hier noch? Dann hätten wir das hier. Die Batterie haben wir schon. Nee, das wäre Zinn und Nikolite. Gucken wir an. Das haben wir ja hier. Machen wir Batterie, komm. So. Ja, und das ist schon so, also wenn man sich ein bisschen vorbereitet und Gedanken macht, was brauche ich denn dazu? Fällt es einem einfacher, hier das Ganze zu erreichen. Jetzt habe ich hier 2 Stones gebacken. Das ist sehr schön. Wunderbar. Stones gebacken. Dann müssen wir mal gucken nochmal, was brauchen wir jetzt hier noch. Das Stones, das haben wir. Jetzt brauchen wir diese Kupferplatten, die wir hier haben. Die müssen hier gelandet sein. Schön, funktioniert. Und dann haben wir auch schon den Kompressor. Nice. Ja. Sieht auch gut aus. Gefällt mir. Dann müssen wir einen Infuser machen. Und warum brauchen wir einen Infuser? Weil wir haben da so einen speziellen Bahn, den wir machen müssen. Für den Infuser müssen wir natürlich gucken, brauchen wir sicher wieder so ein kleines Ding hier. Solid Infuser oder ist das der Fluid? Nee, das Solid Infuser ist das. Für diesen brauchen wir natürlich hier wieder so eine Batterie, wieder einen Machine Block und so ein Circuit-Teil. Das Circuit-Teil habe ich schon genommen. Dann nehmen wir das Zeug noch für den Block. Die Batterie können wir auch gleich nehmen. Das sind die Zinnplatten hier. Das werden die 5, wo wir haben. Und dann müsste das eigentlich schon passen hier wieder. Dass wir hier 3 Dinge basteln können. So, das heißt, das hier möchte ich und das hier habe ich. Einmal. Das hier möchte ich, das hier mache ich. So, 2-mal. Dann, was haben wir noch? Diesen Circuit. Genau, hier so. Habe ich auch schon. Dann haben wir hier noch Folgendes. Diese Kupferplatten, die wir brauchen. Ein bisschen Glas. Was haben wir denn hier? Oh, 2 Glas. Gucken wir an. Kupferplatten haben wir auch. Ist das nicht schön, ne? Wenn man es organisiert, ist es einfacher. Und da haben wir hier den Solid Infuser. Nice. Und beim Solid Infuser und all den Teilen muss man jetzt natürlich noch ein bisschen Strom hinzutun. Ich werde mal sagen, ich habe gemerkt, die Pickaxe, die ich habe, aus LED, die ist zwar schön und nice to have, aber irgendwie einfach nicht das schnellste Teil, um zu buddeln. Deswegen springen wir jetzt so hier hinten hin. Machen hier noch ein bisschen Platz. Ja, das geht schon schneller.
Machen wir hier das so. Bisschen Licht. Dann spawnen Monster nicht. Das ist wieder schöne Reime am Montagmittag, kann man sagen. Hm? So, komm, hier noch ein bisschen mehr Licht. Gut. Dann hier vorne sind die ganzen Dinger, die Geräte. Hier, so, guck mal. Da stehen sie. Hm? Und ich hoffe jetzt, das hat alles denselben Strom und lässt sich einfach so anschließen, wie ich das mir wünsche. So, jetzt ist es nämlich so. Jetzt haben wir hier oben, haben wir ja die Battery Box. Dann würde ich hier gern einfach mal 1, 2, 3. 1. Oh. Was braucht denn der für Power? Jetzt haben wir das nächste Problem. Das ist geil. Ist das anderer Strom oder was? Muss ich das irgendwie konvertieren? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Also, das macht E und hier brauche ich LF. Dann lass uns mal gucken. LF, was ist denn LF jetzt wieder schon? Hm? Aber sie würden eigentlich schön ausschauen schon. Hm? Das heißt Industrial Revolution, hä? Lass mal gucken. Industrial Revolution. Haben wir hier denn Fluid Pipes? Haben wir hier spezielle Kabel oder? Warum funktioniert jetzt das nicht? Das ist wieder schön, ne? LF. Was brauche ich denn mit LF? Was ist denn LF? Wie mache ich denn LF? Steam Boiler. Blast Furnace. Dieselgenerator. Water Pump. Bronze Mixer. Silo. Duct. Frame. Controller. Machine Block. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Ah, Cable MK1. Alles klar. Cable MK1. Aha. Interessant. Dazu die Flux Container. Aber. Der Kohlegenerator, scheiße. Solid Infusion, Sawmill, Recycler, Smelter. Was macht denn der? Funktioniert auch nicht so, wie ich das jetzt mir wünsche. Ich hätte eigentlich gedacht, darum ist es so einfach. Pulverizer, Electric Furnace, Solargenerator, Kohlegenerator. Aber der ist so kompliziert. Hast du das gesehen vorhin? Alright. Wo sind jetzt die Kabel hin? Die hatten wir doch vorhin. Ah, hier. Input Capacity. Komm, ich probiere mal aus, ob ich das irgendwie mit dem Kabel ans andere Kabel anstecken kann. Das heißt, ich brauche Goldplatinen. Zwei Stück. Zwei Stück für eins. Komm, wir probieren das mal aus. Ob ich das irgendwie so kombinieren kann, die beiden Stromgeschichten irgendwie. Ich hoffe es doch schwer. Sonst muss ich mal rausfinden, wie das funktionieren könnte. So, wir gucken. Aha.
geht nicht. Oder? Oder schon? Doch. Doch, es läuft. Es ist, sieht einfach scheiße aus, aber es funktioniert. Haben wir Schwein gehabt, ich sag's dir, du. Gut, weil jetzt ist es so, jetzt brauche ich hier nochmal 4 von den Kameraden hier. 1, 2, 3, 4. Hm? Dann brauche ich 4 Eisen. So, komm. Dann habe ich hier irgendwo, welches war der Fusionator? Kompressor, Solid Infuser. So. Schwein gehabt. Gut, also das funktioniert, das ist okay. Da bekomme ich nämlich nachher schöne Dinge. Diese Dinge nennen sich Nikolite Ingot. Voilà, super. Lass mal das ganz kurz durchfahren. Ah, die Stromkabel sehen geil aus irgendwie. Also geiler als die anderen, nicht? Das leuchtet dann so schön hier. Eigentlich. Ah, müssen wir gucken. Vielleicht kann man mit denen irgendwas Optisches noch machen, wenn die schon so schön leuchten. Ja, 3 Stück kommen, jetzt kommt der 4. Und dann haben wir, Leute, dann haben wir sehr viel geschafft schon. Ich zeige euch das gleich. Sehr schön. Also, dann haben wir diese 4 Nikolite-Ingots. Und dann haben wir eigentlich das gemacht, den Sawmiller, wir haben den Kompressor gemacht, wir haben den Infuser gemacht. Und jetzt muss ich ja für den Fischer, jetzt wird es interessant. Für den Fischer muss ich das hier haben. Jetzt gucken wir mal hier, was der Fischer alles möchte. So, der Fischer wird dieses Ding hier, der Basic Fischer. Und wenn wir gucken, hier, Batterie kann man eigentlich schnell machen. Das ist nicht so die Magic. Zinnplatte 2, da müsste ich aber noch 3 Stück machen oder haben. Habe ich die nicht irgendwo vorbereitet? Zinnplatte, Silberplatte, Zinn, Silber. Hm. Komm, was braucht man hier noch? Noch 5 braucht man, gibt es noch 3, hä? Komm, ganz schnell. Wir haben ja hier Gerätschaften, die das können. Zack, rein, weg, super. Dann, super, also den Fischer, der Fischer braucht dann diese Silberplatten, die haben wir, diese Iron Plate, das heißt, wir müssen wieder einen Maschinenblock machen, dann machen wir, sehr schön, dann zeigen wir hier den Lachs, wir nehmen das hier so, Fischer, dann das hier, dann so, wunderbar, den haben wir schon mal, dann diese Planks, die müsste ich machen aus dem Plank-Block, sprich Compressing. Und den stelle ich hier aus, ist das Sawmill. Das heißt, ich brauche hier irgendwie 2 Stück Holz. Haben wir hier 2 Stück Holz. Spruce Planks. Oh, Spruce Logs. Das würde ich mal in den Sawmiller reinschmeißen hier. So. Da bekomme ich diesen Dust. Brauche ich nicht mehr. Wir brauchen ja 8. 6, 9 bekomme ich jetzt raus. Ne? Sehr schön. Und wenn ich das hier habe, kann ich das in den Kompressor tun. Oh, nee, nee. Wooden Plate. 2. Ah, das gibt es euch automatisch weiter, ha? Huh? Wir müssen das anders bauen hier, aber ist okay. Gut, das heißt, wir haben hier jetzt schon mal für den Fischer. Diese 2 haben wir. Das Circuit müssen wir noch bauen. Das wäre das hier. Das machen wir wieder mit Kupfer, Gold etc. Kupfer, Gold und 1, 2. So. Und dann haben wir viel Technik gemacht heute. So, 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 so. Sehr schön. Also den haben wir. Und jetzt gucken, den Fischer. Den braucht man hier noch das hier und die Silberplatten.
Silber, obwohl, dann nehmen wir das hier nochmal, wo ist es? Hier diese ersten vier und das nehmen wir auch noch. Das tun wir hoch, das nehmen wir runter. So, lass mal gucken. Jetzt haben wir das hier so, gehen wir rein, machen das so. Jetzt haben wir diesen MK2 Circuit, das ist geil. Und wenn ich das jetzt hier so angucke, müssen wir irgendwie fast alles haben, die Batterie noch nicht, genau. Jetzt müssen wir hier noch diese Teile holen, die wir geplättet haben natürlich, um die Batterie zu fertigen. So, guck mal, was der Kuma macht hier. Ah, jetzt hat er die Nikolite natürlich wieder weggeschmissen. So, komm, 1, 2. Schön. Zack, zack, zack. So, schön. Dann, einmal so. Wir haben Fischer. Das war gar nicht so übel eigentlich. Ja? Und jetzt ist es natürlich so, dass der Fischer auch ein bisschen Solar haben muss. Wir nehmen hier aber das Einfache, dass wir Kohle, dass wir der Generator. Diese Batterien habe ich gemacht gehabt. Aha. Lass mal gucken. 3 Gläser. Ne? Den nehmen wir. Dann, was wolltet ihr noch haben hier? 3 Gläser. Kohle, haben wir Kohle hier. Block auf Kohle haben wir hier, das ist gut. Dann nehmen wir einen Block auf Kohle. Dann nehmen wir diese 9. Und dann haben wir hier den Grinder. Machen wir hier Kohle Dust. Jetzt haben wir das hier oben. Diesen Electronic Circuit müsste ich noch einen machen. Einen habe ich auf der Tasche. Aha, haben wir noch einen zweiten hier. Nee. Was ist da los? Ja, so. Das LED müssen wir haben, Redstone müssen wir haben, Kupfer brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil ich zu wenig Kabel habe. Dann lass mal gucken. Wir machen das so, dann machen wir das so, dann machen wir das so, haben wir 6 Kabel mehr, das ist gut. Dann die Batterien, die wir hier haben, in dem Generator drin. Das ist einfach, nehmen wir eine, mach mal, zack, zack, relativ schnell und ohne Kommentar. Diesen Basic Machine Frame, das sind Refined Irons. Haben wir die hier? Ne? Dann haben wir sie hier. Oh, Silber Ingot, Refined Iron. Sehr schön. Zack, 8 brauchen wir. Nehmen wir nur 8 mit, natürlich. Dann, so. Einmal diesen hier. Meine Taschen sind voll langsam, ich sehe es. Gut, dann haben wir eigentlich diesen Frame und dann brauchen wir noch ein Furnace. Haben wir genug für ein Furnace hier? Haben wir natürlich hier. Wunderbar. So, komm. Schön. Dann machen wir nämlich das so. Wir gehen hier rein, öffnen das hier, machen den Generator. Aha. Den Generator hätten wir. Das ist super. Das heißt, wir brauchen noch den Electronic Circuit. Haben wir den? Haben wir den nicht? Nee. Haben wir noch nicht. Gut. Zack. Auch keine große Geschichte. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen von diesem Refined Iron. So, gut. Jetzt aber, guck mal. Was macht der Kuhmann wieder? Zack, 2 von denen. Das ist sehr schön. Dann haben wir hier eigentlich all das gute Zeug zusammen. Das war hier noch den Grinder. Wo haben wir den Grinder jetzt? Coal Dust haben wir. So, und jetzt machen wir das so. Das heißt, wir haben ein bisschen Strom jetzt. Wir haben Strom, wir haben Fischer. Jetzt hätte ich vielleicht gerne noch so ein Spruce Barrel. Ja, komm, können wir machen. Das ist okay. Dann das hier nach oben, Schlafsack in die Hand, weil ich denke mir, es ist Nacht draußen. Ja. Und dann muss man wirklich sagen, haben wir 2 Folgen Technik gemacht. Da kann ich euch vielleicht auch das hier noch zeigen, was ich noch gemacht habe. So. Habe ich euch die Terrasse von außen schon gezeigt, eigentlich so? Habe ich hier noch ein bisschen weiter gebastelt. Dann essen. Oh, ich habe nichts zu essen hier. Das ist auch schlecht. Müssen wir uns drum kümmern. Aber ich glaube, ich habe schon Kartoffeln in den Ofen gestellt. So, und jetzt machen wir das hier einfach mal so auf der Seite irgendwie. Das würde ich sagen.
einfach ist, ne? Das hier ein bisschen mal an. Das sieht auch interessant aus. Wie geil. Der hat keinen Strom jetzt. Aha, wenn ich jetzt das Barrel hier nebenan hinstelle. Nee, nicht dich. Das Barrel. Und hier das. Bekommt er jetzt Strom? Ich habe keine Fischerroute. Oh mein Gott. Also echt, kann ich das überhaupt so machen? Dann muss ich hier noch von den Kabel reinstecken. Das dann so. Bekommt keinen Strom. Ah, der langsam. Hier, sehr schön. Dann eine Fischerroute muss ich noch ganz kurz organisieren und das Essen. Dann könnte das eigentlich schon funktioniert haben. Hoffe ich doch. Das heißt, ich muss jetzt ein paar Fäden haben. Lass mal nach oben gehen. Fäden. Sehr schön. Sehr gut. Dann Essen haben wir gesagt. Möchte ich noch einpacken, bevor ich wieder rausgehe. Aha, sehr schön. 13 Kartoffeln. Nicht schlecht. So. Gut, dann werde ich wieder geheilt hier. Zack. Jetzt müssen wir eigentlich alles haben, dass der Kamerad da arbeiten kann. Ich hoffe es doch schwer. Das ist vielleicht nicht gerade der beste Platz hier. Ah, Fischer. Fishing Rod, das wäre einmal so. Alles klar. Dann haben wir ja hier zum Glück noch ein bisschen Platz, um das zu organisieren. 1, 2, 3. So, und was macht der Kuhmann? Eine Angel. Schön. Sehr schön. Schmeißen wir hier rein. Fische kommen. Das ist vielleicht nicht der optimalste Platz, kann man sagen. Vielleicht machen wir das an der Sonne besser. So. Wie lange dauert das, ey? Zeig mal hier. Kann ich noch was in Danke schmeißen? Vielleicht die Steine. So, die 17 nehmen wir mit. Tun die hier nach oben. Jetzt möchte ich aber gerne das Barrel und nicht den Fisch. So, sehr schön. Das Ganze machen wir hier vorne. Komm, dann müssen wir halt unterirdisch ein bisschen mehr Kabel ziehen. Aber es müsste ja jetzt eigentlich schon das gewünschte Ergebnis geben. So, hier rein. Die Barrel-Geschichten nochmal. Dann hier Sand weg. Dann hier Kabel rein. Das hat voll viele Bugs, das Ding, ne? Aber was willst du? Gut. Dann ist es Nacht. Oder es wird Nacht. Dann sehen wir morgen, was hier passiert. Wir lassen das mal so laufen. Und, aber hey, schön geworden jetzt. So, das Haus. Schon viel mehr Deko und Details. Was macht eigentlich der Händler auf meiner Terrasse? Kann ich ja wieder nichts dazu sagen. Gut, aber hey,
würde sagen, komm, kann man schon schlafen? Ah, lass mich schlafen, bitte. Das machen wir jetzt ganz kurz, das geben wir uns noch. Das hier sieht auch geil aus. Gefällt mir. Jetzt kann man schlafen. So. Der bekommt Strom jetzt. Sehr schön. Fische. Jetzt brauchen wir nur noch eine gute Rod. Dann ist das perfekt. Wir lassen das mal machen und gucken morgen noch mal rein hier, würde ich sagen. Alles klar, Fischer steht. Perfekt. Gut, jetzt hoffe ich, dass das für euch ein bisschen spannend war, rumzutechnisieren. Jetzt gehen wir hier rein. Tschüss. Was ist er denn jetzt hier oben? Ich will hier Türen haben. So ist es. Habe ich Ruhe. Alles klar. Also Leute, ich würde sagen, für heute haben wir einige Dinge gemacht hier. Bin gespannt, wie es weitergeht. Was unser Kamerad Fischer da unten macht. Wir sehen uns morgen. Dein Kuhmann. Bis dann. Tschüss.